Okay. Willkommen bei Motorwoche, heute mit dem Ford Fiesta ST. Drei Zylinder. Zwei Worte, die bei der Präsentation des neuen Ford Fiesta ST die Fans schockierte. 2018 kam der Kölner zu den Händlern. Optisch ist die Front deutlich aggressiver als bei den normalen Fiesta-Varianten. Am Heck findet sich ein Diffusor mit einer Doppelabgasanlage, die dem Dreizylinder einen ordentlichen Sound erzeugen lässt, sowie ein dezenter Heckspoiler. Optional ist der Fiesta entweder als 3- oder als 5-Türer erhältlich. Das Interieur ist aufgeräumt und gut bedienbar. Wir haben die mit Kunstleder bezogenen Sportsitze in unserer Ausführung, welche einen enormen Seitenhalt bieten. Der Kofferraum ist mit 311 bis 1093 Liter durchschnittlich groß. Kommen wir zum wichtigsten Part, dem Motor. Ein 1,5 Liter Turbobenziner mit 3 Zylinder, der bei Teillast sogar einen Zylinder abschaltet. Er leistet 200 PS und erreicht einen Drehmoment von 290 Newtonmetern. Von 0 auf 100 beschleunigt der Kleinwagen mit der serienmäßigen 6-Gang-Schaltung in nur 6,5 Sekunden und der Vortrieb endet bei 232 km/h. Ford gibt einen Verbrauch von 6 Litern an. Natürlich erreicht er auch schon Euro 6d Temp. Ab 22.600 Euro ist der Fiesta ST der 8. Generation zu haben. Unser Testwagen liegt dabei knapp 32.000 Euro. Wir sind unterwegs im Ford Fiesta ST und wir sind euch eine Entschuldigung eigentlich sogar schuldig, weil wir dieses Auto quasi schon 10-mal gehabt hätten können für ein Video zu drehen und es hat nie geklappt. Ja. Einmal haben wir sogar ein Video gedreht mit Michels zusammen, mit Michels Ford Fiesta ST, aber der Ton war leider im Endeffekt so schlecht, dass ich daraus auch nichts schneiden konnte. Und ja, so kommt's, wie es kommen soll. Wir haben nochmal einen bekommen als Testwagen und jetzt sind wir endlich bereit und haben die Zeit, ein Video zu drehen mit diesem Auto, das ja sehr stark polarisiert hat wegen seines Motors. Ja, 3 Zylinder, 1,5 Liter Hubraum und 200 PS. Geh das wirklich nochmal komplett durch. Du hast 1,5 Liter und daraus 200 PS zu holen, ist schon stramm. Aber was wir schon mal von vornherein sagen können, der 3 Zylinder tut ihm echt gut. Das ist so ein geiler Motor. Ehrlich. Der Klang ist cool. Er ist extrem spritzig und dadurch ist er auch ziemlich leicht. Er ist natürlich viel leichter als ein 2 Liter Vierzylinder. Natürlich, ja. Und somit wiegt der neue Fiesta ST ca. 1200 Kilogramm. Obwohl ich den Fiesta schon so oft gefahren bin, ist mir jetzt nochmal eine Sache aufgefallen beim Fiesta ST, die sehr seltsam ist, die ich so gar nicht kenne von einem anderen Auto. Nämlich der Verzögerungsmoment, wenn man im hohen Drehzahlbereich vom Gas geht. Der ist sehr, sehr stark. Ja. Also ich gebe jetzt mal Gas, ich bremse nicht, sondern ich gehe nur abrupt vom Gas runter. Ja. Krass. Ja, als ob jemand kurz auf die Bremse hauen würde, ne? Ja, richtig, hast recht. Und gerade hier auf dieser Straße merkt man natürlich, der Fiesta ist hart. Ja, da hast du schon recht. Also das Fahrwerk vom Fiesta ist schon auf der härteren Seite des Lebens, aber es suggeriert natürlich dadurch sehr, sehr viel Sportlichkeit und hilft ihm auch, dieses direkte Einlenkverhalten halt besser hinzubekommen. Ne? Weil man merkt das wirklich ganz stark, auch jetzt hier so um die Mittellage. Jeder Millimeter, den ich an dem Lenkrad hier bewege, verursacht schon einen Richtungswechsel. Also ja, das ist wirklich krass. Und wenn ich das Ganze natürlich ein bisschen zackiger mache, dann kannst du hier wirklich richtig schön in die Kurve fahren. Und das funktioniert echt gut, ehrlich. Ja, das stimmt. Also man merkt schon wirklich, dass er für Sport, für die Landstraße, für auch die Rennstrecke gemacht worden ist. Ja. Weil ich bin jetzt echt Langstrecke damit gefahren und irgendwann denkt man sich, boah, geht das auf den Nerv. Es ist schon nervig, weil es gerade auf der Autobahn die ganzen Unebenheiten total wiedergibt. Und dann noch die recht harten Sitze. Das ist dann schon eine krasse Kombi. Den Fiesta ST kann man nicht mit einer Automatik bestellen. Es gibt nur den 6-Gang-Handschalter, der aber sich sehr schön schalten lässt und auch von der Schaltgasse her wirklich sehr angenehm ist, denn es gibt immer so einen gewissen Schwellpunkt. Wenn man den überschreitet, dann fluppt der Gang so richtig schön rein und man weiß genau, okay, er ist drin. Und das ist natürlich beim schnellen Fahren oder beim Rennstreckenfahren immer sehr hilfreich, weil man genau weiß, okay, mein Gang ist auch drin. Ne? Man muss sich beim Rennstreckenfahren ja viel auf andere Sachen konzentrieren und dann ist es natürlich sehr gut, wenn man eine Schaltung hat, auf die man sich verlassen kann und man auch direkt spürt, okay, der Gang ist richtig drin, ich kann wieder von der Kupplung runter und wieder weiter Gas geben. Ja. Und es gefällt mir wirklich sehr gut. Ist sehr knackig, passt sehr gut zum Auto, die Schaltwege sind nicht allzu lang. Sehr, sehr schön. Beim Fiesta ST haben wir noch 3 Fahrmodi, einmal ganz normal, dann haben wir den Sportmodus und noch den Rennstreckenmodus. Dort ist dann einmal noch Launch Control verfügbar
und das ESP ist noch ein bisschen angepasst. Und ab Sport ist ja auch hinten die Klappe geöffnet. Und die Launch Control probieren wir jetzt mal aus. Dazu gehen wir hier auf den Track-Modus, wie schon gesagt, und aktivieren dann die Launch Control in unserem Bordcomputer. Was ein bisschen schade ist, wenn man am Berg steht, hält er das Auto nicht selbstständig. Also man muss dann so ein bisschen Fersetechnik anwenden, um die Launch Control... Fußspagat? Fußspitz-Ferse-Technik anwenden, um die Launch Control zu aktivieren. Aber dann ist es halt relativ simpel. Man muss natürlich dann mit dem Fußballen auf der Bremse bleiben und mit der Ferse das Gas versuchen, voll durchzulatschen. Und dann kann man von der Kupplung gehen. Sehr viel Wheelspin. Aber dann ab dem zweiten Gang hat er Grip und zieht schön bis 100 durch. Und der funktioniert ganz gut. Ist natürlich immer so eine Sache. Launch Control bei einem Schaltgetriebe. Schwierig, ne? Es gibt viele Leute, die so gut anfangen können, dass sie meistens dann noch besser sind als die Launch Control. Ja. Aber für alle Leute, die halt nicht selbstständig sehr gut anfangen können, für die ist es halt eine kleine Hilfe. Versucht das dann aber eher auf gerader Fläche zu machen, denn dann müsst ihr nicht die Fußspitzen-Ferse-Technik anwenden, sondern könnt ganz normal einfach nur mit einem Fuß auf der Kupplung und dem anderen Fuß auf dem Gas das Auto launchen und Spaß haben. Was auf jeden Fall ganz cool ist, 6,5 Sekunden auf 100 km/h ist für einen Kleinwagen echt eine super Zeit und 232 km/h Spitze. Vom Verbrauch her gibt Ford ca. 6 Liter an. Die kann man schaffen, wenn man wirklich keinen Bock hat, schnell Auto zu fahren. Also dann muss man wirklich sehr langsam, sehr leicht das Gaspedal durchdrücken. Mit 8 Liter im Alltag kommt man dann schon eher durch und wenn man dann Performance rauslässt, dann trinkt er natürlich auch gerne mal 10 bis 11 Liter. Was ich finde, was sehr gelungen ist, ist der Sound des Autos. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also es ist eine Klappenabgasanlage, die sich dann, wie Patrick schon gesagt hat, ab dem Sportmodi öffnet. Also sprich, bei Sport und bei Track ist er offen und bei der normalen Fahrweise, also bei der normalen Modus mit normaler Fahrweise ist er zu. Und ich finde, die macht den Dreizylinder sehr bassig, sehr voluminös, ja, und klingt echt sportlich und echt gut. Ja, ich finde auch, es ist nicht zu laut. Nee. Also es ist genau angenehm, dass es für jeden, auch jetzt genau, den Passanten und auch für dich genau, echt schön ist. Da hat sich jemand richtig viel Gedanken gemacht. Das ist perfekt so. Ja. Das ist wirklich perfekt so. Wir hatten ja 2017, als der Fiesta als normale Variante auf den Markt kam, schon mal den Innenraum erklärt. Das kann man sich gerne auch mal nochmal genau anschauen. Das verlinken wir mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch den Innenraum vom normalen Fiesta nochmal angucken. Große Änderungen zum normalen Fiesta ist jetzt hier quasi das Lenkrad, das unten genau abgeflacht ist, und natürlich die Sitze. Es gibt die in verschiedenen Variationen. Wir haben hier jetzt das Exclusive Lederpaket, also Metallleder und Alcantara. Und das ist auch die teuerste Variante, die man haben kann. Ich finde sie sehr schön, ja, aber für mich sind sie zu eng. Wie ist es für dich? Für mich sind sie genau perfekt. Ich passe perfekt rein, ich sitze ultra bequem. Ich kann mir richtig gut vorstellen, mit dem Auto auch sehr lange zu fahren, sehr weite Strecken zu fahren. Und was natürlich halt krass ist, die Seitenwangen gehen sehr weit raus. Ja. Was natürlich aber, wenn du reinpasst, für einen ultra guten Seitenhalt sorgt. Wenn sie zu eng sind, hast du natürlich das Problem, dass sie halt drücken. Ne? Ja. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wenn jemand etwas kleiner ist als du, ja, die Seitenwangen stören. Ja, die Seitenwangen haben ja so ein bisschen Trichterform. Das heißt, man drückt sich quasi automatisch immer so ein bisschen mehr rein. Dadurch, dass sie nicht ganz so fest sind, sondern eher halt sehr gepolstert und sehr weich, glaube ich, dass der Spagat oder dass das Auto, die Sitze, das gut hinbekommen, je nach Körperbreite, also Hüftbreite, das ein bisschen anzupassen bzw. sich auszudehnen oder halt zusammenzuziehen, damit man da doch relativ gut reinkommt. Klar, wenn man jetzt totaler Lauch ist, dann ist es natürlich zu weit. Ja, kommen wir noch zum Wichtigsten und das ist der Preis. Derzeit im Angebot fängt er an ab 19.999 Euro. Finde ich echt geil, aber man muss natürlich auch ein bisschen was reinpacken. Also nackigen Fiesta ST will keiner fahren. Wenn man dann natürlich ein bisschen was reinpackt, ich sage jetzt mal den Nicht-Angebotspreis von unserem, ist es direkt 31.000 Euro. Ja. 31.000 Euro Listepreis, ne? Ja. Da kriegt man natürlich auch, wenn man sich gut anstellt, noch ein bisschen Prozente, noch ein bisschen Rabatt vom Händler. Ja, ich schätze mal 27. Genau, das ist aber trotzdem noch ein Wert, wo man auf dem Markt auch schon vergleichbare Autos bekommt, die dann keinen 1,5 Liter Dreizylinder-Motor haben, sondern vielleicht schon einen 2 Liter Motor haben und ja, mehr Leistung. Ja. Und größer. Und größer, richtig. Aber wenn man ein Fahrzeug sucht, das klein ist, wendig, nicht zu groß, man braucht kleinere Parkplätze zum Beispiel, dann ist er schon einer der besten in seiner Klasse. Ja, und wirklich auch rennstreckentauglich. Ne? Ja. Also ich kenne ja wirklich einige Leute, die so ein Auto haben, die auch teilweise auf der Nordschleife schon damit gefahren sind und ja, das geht.
Also das macht er schon ganz gut. Können wir gerade sagen, Michel, wink mal, ne? Ja, wink mal, Michel. Der fleißige Nordschleifen-Racer. Es ist auf jeden Fall, also ich war sehr überrascht auf den ersten Metern, wie gut er wirklich sich fahren lässt, wie viel Spaß er bereitet. Er fühlt sich auch wertig an. Und er fühlt sich auch wertig an. Und auch die B&O-Play-Anlage, die hört sich gut an. Ist ein empfehlenswertes Auto, was wirklich Spaß bringt. Das war unser Test vom Ford Fiesta ST MK8. Schreibt doch mal in die Kommentare, welcher von den Kleinwagen euer Favorit ist. Das würde mich echt sehr interessieren. Da würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst natürlich nicht, auf den Abo-Knopf zu drücken, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal.